Ja, moin, Nico hier. Heute melde ich mich mal vom Feld mit unserer Felderstadt Tempo V12, Einzelkorn-Drille. Und wir fangen jetzt an mit der Rapsaussaat und ich möchte euch mal ein bisschen die Drille und die Technik dahinter erklären. Das sind ja mittlerweile einfach nur erfahrene Computer. Und genau, ähnlich wie bei der ganz normalen Sämaschine, fangen wir jetzt mal an, auch ganz vorne. Unser Düngertank, unsere Einzelkornmaschine kann ja Rüben, Mais, Raps drillen, Erbsen und noch so weiter, alles möglich mit der Maschine. Und bei gewissen Kulturen, wie zum Beispiel Raps oder Mais, möchten einige Landwirte oder wir selber auch eine Unterfußdüngung haben. Heißt, wir wollen unter dem abgelegten Korn noch etwas Dünger als Depot anlegen, die das Wachstum quasi richtig in Gange bringt. Und dazu kommt hier vorne der Dünger rein. Meistens bei Mais oft Diamonphosphat oder eine Mischung aus Diamonphosphat und irgendeinen anderen Dünger, um dann gewisse Werte, die man haben möchte, an Phosphor oder Stickstoff, gibt immer je nach Bodenuntersuchung Werte, die der Landwirt oder wir selber dann haben möchten. Wird hier vorne reingetankt und ganz einfach erklärt ist hier an der Seite Düngerrohr, was dann den Dünger mittels Turbine, sage ich immer, nach hinten befördert. Können wir aber gleich von hinten noch näher drauf eingehen. Wir gehen erstmal hier weiter. Ah ja, Schlepper wie immer, muss natürlich ein Fan sein. Nein, Quatsch, 724 ist das Motto hier. RTK, volle Ausstattung, damit wir auch wirklich plus minus 1 cm genau drillen können. Kommen wir zur Drille. Hier hinten seht ihr ja das Rohr von vorne, kommt da an, kommt der Dünger, geht oben in den Verteiler rein. Oben haben wir dann den großen Verteilerkopf. Da werden dann die einzelnen auf die einzelnen Düngeraggregate, die jeweils hier vorne sind, wird dann der Dünger verteilt. Der Dünger wird immer etwas tiefer als das Korn abgelegt, damit die Wurzeln quasi dorthin wachsen und sich dann am Depot bereichern können, sage ich jetzt einfach mal. Einzelkorntechnik. Was heißt Einzelkorntechnik? Das heißt, die Drille, nicht so wie die andere Drille, verteilt auf kurzer Fläche mehrere Körner unten, sondern diese legt wirklich die Körner einzeln in den Boden ab. Das Ganze passiert hier hinten rein, das kommt hier oben das Saatgut rein. Haben wir jetzt auch noch ein bisschen Raps drin. Das hier unten wird dann mittels Überdruck, die Felderstadt arbeitet mit Überdruck, heißt dieser ganze Behälter wird mittels Luft auf Überdruck gesetzt. Wird dann hier unten ins Sährad, was hier an der Seite sitzt. Könnte ich gleich auch noch mal eins aufmachen, damit wir das mal sehen. Das kann ich doch mal eben machen. In den Säbehälter hier. Hier haben wir die Sähscheibe. Bei Raps, könnt ihr ja selber sehen, haben wir beim Raps, wie ihr seht, haben wir ziemlich kleines Sägut. Und jedes einzelne Loch, also eine Lochscheibe beim Raps besteht aus 100 zu 21 Löchern, befindet sich nachher, wenn das Ganze über Druck geschaltet ist, hat sie in jedem Loch, hier befindet sich ein Sätkorn. Und dieses wird dann immer mittels durch dieses Abschussrohr, was hier an der Seite zu sehen ist, in 50 Stundenkilometer quasi in den Boden gedrückt. Und das wird dann hier von der Andrückrolle des Sätkorns, wird es hier zwischen, geht das Rohr runter, in den Boden geschossen, wird hier hinten durch angedrückt. Und die beiden Andruckrollen hinten bauen dann quasi, je nachdem, was man haben möchte, einen Wall. Oder machen es eben. Aber beim Raps und bei der Rübe haben wir immer so einen kleinen, ich sag immer, so einen kleinen Wall gebaut. Beim Mais kommt es nicht so drauf an, aber beim Raps eigentlich schon nicht schlecht. Warum Tempo V12 Federstadt? Eigentlich ganz einfach. Robuste Maschine. Also enorme Schlagkraft mit der Maschine. Wir haben dieses Jahr Mais gelegt mit der Maschine, das erste Mal. Konnten Geschwindigkeiten bis zu 20 Stundenkilometer fahren mit der Drille. Also die Drille schafft so viel wie zwei normale. Und also die Hektarleistung ist Wahnsinn und die Genauigkeit ebenfalls. Wir wollten jetzt mal im Durchschnitt gesehen 9 Körner auf dem Quadratmeter sehen. Und wenn man dann mal mit dem Zollstock nachmisst, passt es wirklich auch. Auch bei 20 Stundenkilometer. Das ist Wahnsinn. Kommen wir dann zu den kleineren Behältern hier hinten. Also Federstadt nennt diese Behälter Pestizidbehälter, bin ich allerdings kein Freund von, weil wir haben keine Pestizide, sondern höchstens Pflanzenschutzmittel.
Mais ist es so, dass wir Mais haben wir zum Beispiel Mikrogranulat. Das ist ein ja, neuer Dünger, der ist, wird noch nicht ganz so oft. Der wird direkt mit ins Saatband eingelegt und ist dann sofort fürs Korn verfügbar. Jetzt beim Raps, Feind von Raps sind Schnecken, legen wir meistens umzu immer so ein bisschen Schneckenkorn. Das heißt, wir können hier Schneckenkorn reinfüllen, können dann auf alle Aggregate Schneckenkorn einfüllen und fahren dann zweimal um die Fläche und haben dann außen und zu einmal Schneckenkorn, dass die Schnecken nicht von außen in die Fläche reinkommen und alles kaputt fressen. Das ist eigentlich ganz simpel. Es kommt hier oben rein, wird hier dosiert, je nachdem welche Menge man haben möchte, wird hier hinten über das Rohr oben drauf abgelegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Mikrogranulat ausbringen möchte, das wird hier direkt ins Saatband eingelegt, klebt man das Rohr hier oben drüber, hinten drüber, wo das Rohr ist jetzt abmontiert und dann wird es unten drin abgelegt. Eigentlich simples Patent. Aber das ist noch längst nicht alles. Das war jetzt mal kurz erklärt, wie die Drille funktioniert. Ah ja, Spurenreißer haben wir noch. Brauchen wir nicht, haben wir RTK. Wenn GPS mal ausfällt, ausklappen und dann wie oldschool bei der Drille auch Mittelschlepper drüber peilen und fahren, dass man genau den passenden Anschluss wieder hat. Drille kann aber noch mehr. Die Landwirte heute oder sagen wir mal die modernen Betriebe, die arbeiten wir mittlerweile alle mit Applikationskarten. Applikationskarten sind Karten, die über Satellit, über Biomasse oder über der mehrjährige Fruchtfolge erstellt werden. Das machen wir zusammen mit MyDataPlant. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auf diesem Schlag hier haben wir jetzt 5 verschiedene Bodenzonen. Dann muss jetzt uns natürlich der Bauer sagen, was das für Bodenzonen sind. Oder wenn es selber unsere Flächen sind, wissen wir es. Entweder ist das schlechte Wasserversorgung, trocken, tonig oder sonst was. Und diese erstellt halt erstmal die Karten und man muss dann selber wissen, was ist jetzt in diesen Zonen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mitten in der Fläche eine super Wasserversorgung habe, kann ich beim Raps, der Wasser benötigt, kann ich sagen, hier drillst du mir bitte 5 Körner mehr und außen um zu, wo schlechte Wasserversorgung ist oder irgendwas harter Untergrund, sandiger Sandlinsen oder sowas, dass man dann sagt, hier legst du mir ein paar Körner ab. Das Ganze spart Saatgut und wir haben einen homogenen Bestand nachher, ne? Also gleichmäßigen Aufwuchs und so weiter und haben gleichzeitig noch Dünger erspart. Dazu würde ich aber einmal mit auf den Trecker nehmen, weil ich habe jetzt für diesen Schlag auch sogar eine erstellt, eine Applikationskarte. Und zwar seht ihr das hier oben in dem Terminal. Also das ist Trecker-Terminal, da habe ich jetzt schon grob angefangen, muss gleich die Spuren einmalen. Das ist unser iPad für die Federstabmaschine. Das Ganze geht über WLAN, die Maschine hat WLAN, aber kein Internet. Ich kann mich aber beliebig mit jedem Gerät da verbinden. Ich könnte auch mein Handy anklemmen an der Maschine. Genau. Hier oben ist das CCI-Terminal zwischengeklemmt. Das kann mit diesen Applikationskarten arbeiten. Wie ihr jetzt auch schon seht, sieht das ziemlich bunt hier drauf aus. Und in diesen verschiedenen Zonen habe ich dann jetzt auch die verschiedenen Körner, die ich ablegen will. So die knallrote Zone, sage ich jetzt mal einfach, zeigt es jetzt an der Seite an. Das kann man alles am Computer einprogrammieren, wie man es haben möchte. Also die Prozentabweichung zwischen guter Zone und schlechter Zone. Und die roten Zonen werden jetzt zum Beispiel die meisten Körner abgelegt, heißt es ist gut. Und die grünen sind jetzt die schlechten Zonen, da werden jetzt weniger Körner abgelegt. Also da ist schlechte Versorgung, entweder schlechte Wasserversorgung in dem Fall jetzt hier auf dieser Fläche. Ja, das Ganze müsste man sich dann so einstellen, mit dem Landwirt Rücksprache halten oder wenn es unsere eigene Fläche sind, können wir das dann selber machen. Genau, das ist alles hier zur Sämaschine. Hier unten sind die ganzen Aggregate einzeln angeschaltet. Und genau, was haben wir noch vergessen? Ah ja, Section Control kann die Maschine auch. Section Control heißt, ich habe jetzt ein Stück. Alle Stücke sind ja nicht immer schön viereckig, sondern wir haben, sagen wir mal, auch ein, einfach mal einfach ausgedrückt, ein schräges Ende. Und fahren dann immer, fangen an der geraden Seite an und irgendwann sind wir immer in der schrägen drin. So, und diese Maschine kann dann selbstständig diese einzelnen Aggregate abschalten, dass wir dann keine Überlappung haben, doppelt ausgesät haben, sondern wieder den ganzen Saatgut an Verschnitt haben, spart uns auch wieder eine ganze Menge Saatgut. Zumal es auch nachher fürs Spritzen und so weiter noch einfacher ist. Apropos Spritzen müssen wir auch noch und Düngerstreuenden Raps nächstes Jahr im Frühjahr. Und es ist auch noch wichtig, Fahrgassen anzulegen. Die Maschine kann alles an Fahrgassen, von 3 Meter bis, weiß ich nicht, was man da machen kann, 50 Meter oder so, keine Ahnung, ist ja egal. Und
ob ich jetzt 27 Meter Spritze habe. Der eine hat eine 21 Meter, der nächste eine 30, der andere eine 45. Und das kann man auch alles einprogrammieren hier. Wenn ich euch jetzt aber alles zeigen würde, das wird den Rahmen absolut sprengen. Deswegen mal so einen groben Überblick. Auf die Technik-Details, wenn da mal Fragen sind, wie sowas aussieht und so, können wir da gerne mal ein extra Video von machen. Aber ansonsten sind wir mal so weit durch und haben euch mal die Federstand etwas näher erklärt. Und ja, fangen wir noch ein paar Bilder ein in Aktion und dann sehen wir uns nächstes Mal. Bis dahin.